Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Quest to Master. Heute hier wieder im Livestream natürlich. Gerade geht es los, die Leute trudeln hier alle nach und nach ein. Und wir beginnen mit einem PvT auf New Gettysburg. So. Zack, dann schalten wir natürlich hier auf um. Oh, und die Cam ist noch aus. So. Sollte alles funktionieren. Das war das Terraner, ne? Also ich hoffe, dass es jetzt in-game einigermaßen in Ordnung aussieht. Dazu wäre es ganz schön, wenn ihr mir nochmal Feedback geben könntet. Für die Aufzeichnung sollte alles sowieso ziemlich gut aussehen. Das ist keine Frage. Aber für den Stream gerade. Da ist so die Frage, wie der Kompromiss aus ja, Erreichbarkeit für möglichst viele Leute und Qualität eingestellt werden soll. Auf jeden Fall ist der Chat heute sehr voll, das freut mich doch. So. Oh, dumme Probe. Warum hat sie den nicht verfolgt? Ich habe extra mit Shift Command draufgedrückt, das ist immer die Voraussetzung. Er hat kein Gas genommen, interessanterweise. Schnell raus. Will jetzt direkt hier das Command Center setzen. Oh ja, will er. Alles klar, dann brauchen wir auf jeden Fall keinen frühen Adepten. Denn Reaper kann es nicht geben. Da er ja auf das Gas verzichtet hat. Trotzdem machen wir jetzt einen Cybernetics Core. Oh, bei Bennix gibt es Abendbrot. Guten Appetit wünsche ich natürlich. So. Oh, wir haben gar nicht Good Luck Afan geschrieben. So geht das natürlich nicht. Okay, das darf natürlich eigentlich nicht passieren. Heute Nachmittag schon mal ein paar Folgen StarCraft Multiplayer aufgenommen. Also ich bin jetzt hier nicht ganz außer Übung. Hoffentlich macht sich das bemerkbar. Ich habe halt auch jetzt lange auf Units verzichtet. Aber eigentlich, wie gesagt, war das Command Center so früh, dass da nicht so früh ein Push kommen sollte. Trotzdem wäre jetzt natürlich ein Mothership Core ganz sinnvoll. Habe ich nicht genug Gas, um hier das Adepten-Upgrade zu erforschen. Also diese ein bisschen improvisierte Build-Order, einfach als Reaktion auf meinen Gegner, war jetzt nicht so perfekt. Gebe ich zu. Zack, Chronomust hier drauf und da drauf. Und dann brauchen wir gleich schon eigentlich zumindest zwei weitere Gateways und auch die Robo. Erst machen wir uns zwei weitere Gateways. Und was wir auch mal machen, ist hier unsere Adepten nach vorne zu schicken. Holen uns defensiv Stalker und auch eine Robo, sobald wir können. Dann machen wir vorne schon wieder Pylons. Doppelbunker hier. Interessant. Warpgate ist schon durch. Das ist doch schon mal nett. Fehlt leider noch ein bisschen was. Also, wir wollen hier hinten auf jeden Fall als Nummer 2 drei Stalker haben. Kasper123, vielen Dank für den Follow. Oh, und wir kommen durch. Das ist doch mal nett. Upgrade durchgeführt. Vorwärts.
Ja, immerhin haben wir ihm viel Lost Mining Zeit beschert. Ja, Exekutor. So, mir fehlt hier gerade das. Ehre den Daila. Und weiter. Gateways nehmen. Building Placement muss ich auch nochmal deutlich arbeiten. Das ist noch nicht optimal. So, War Prisma ist da. Wo werden wir gebraucht? Was wünscht ihr? So. Ich warp gerade bewusst nicht, damit ich gleich in der Main vom Gegner reinwarpen kann. Die Schlacht wartet. So, zack. Kunde müssen noch warten. So, und nu? Interessant, er geht auf Club Banshees, so wie es aussieht. Wir sollten deshalb auf jeden Fall eine Forge mitnehmen. Denn wir brauchen defensiv Cannons. Oder er geht direkt auf Liberator. Das kann natürlich auch sein. Habe ich jetzt leider keine wirkliche Möglichkeit, das zu überprüfen. Hier fehlt aber deutlich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Krieger bekämpfen. Nein, warum hat er nicht draufgeklickt? Also so ganz ergibt das, was mein Gegner hier macht, für mich noch keinen Sinn. Mineralienfeld erschöpft. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass ich weiß, was mein Gegner so wirklich macht. Also in der Theorie weiß ich, dass er hier auf jeden Fall entweder Clock Banshees oder Liberator Speed erforscht. Allerdings wäre es ganz gut zu wissen, was von beiden. Wenn nicht gar beides. Und was ich auch bräuchte, wäre auf jeden Fall nochmal ein neues War Prisma. Hä? Habe ich nicht drei Nexus? Warum hat er dann das hier eingestellt? Was macht der denn hier? Niemand kann uns aufhalten. Wir dienen mit Stolz. Einfach nur Heavy Mac oder wie? Ich brauche auf jeden Fall eigentlich einen Scout. Aber ich weiß nicht, wie ich den bekommen soll. Auf jeden Fall gehen wir mal auf Anti-Air-Einheiten und expandieren schnell weiter. Und holen uns möglicherweise auch direkt hier Stargates. So soll es geschehen. Mal eben gucken, ob er hier irgendwo eine Hidden Base hat. Die Templer rücken vor. Nein, ich habe hier nur noch ein High-Templer drin, das ist aber unschön. Oh ja. Ja, Exekutor. Neun Follower erfasst. Mars Raven spielt er. Ich bin interessant. In den Schatten. Ich füge mich.
unsere Gedanken sind. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Meine. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. So diene ich. Ich bin das Herz der Finsternis. Wir sind das. So, ist mein Motherfucker, mein Dingens gestorben? Ich glaube ja, ne? Gateways. So, und was wir auf jeden Fall mal dringend jetzt machen, ist, uns hier weitere Cannons zu besorgen. Hier hinzubringen und Cannons zu bauen. Was wir auch mal dringend machen sollten, wäre hier uns mal die Insel-Expansions anzugucken. Die verschlafe ich hier immer, dass die ja auch noch gibt. Überhaupt ist man schon wieder gestorben. Wir es erklärt euch. Mineralien fällt nicht genügend Energie. Ulak. Wir können nicht einfach hier auf Mars Planetaries. Ich vernahm euren Ruf. Wir sind das. Basis wird angegriffen. Was ist das hier für ein Spiel, bitte? Ich bin hier in den Schatten. Vespin-Geysir erschöpft. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Habe ich inzwischen wieder einen Observer? Offensichtlich nicht. Doch, habe ich. Habe ich einen Warpress mal? Warte, ich könnte ja mal langsam Voidways bauen, fällt mir ein. Aber ich bräuchte wirklich dringend Gas. Erleuchtet mich. Ich füge mich. Ich vernahm. Mineralienfeld erschöpft. Peradak Koral. Ihr benötigt mehr Vespingas. Wird ausgeführt. Ihr benötigt. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier. Eure Sonden werden angegriffen. Das ist ja hier
Eine sehr, sehr lächerliche Partie. Manchmal wünscht man sich ja so ein Neides, ne? Aber den können wir leider nicht bauen. Phasenprismakern online. Heradak Aganise bündelt das Licht Ajurs. Energie bei 100%. Wir werden Rache üben. Unsere Gedanken. Jetzt überall Dings gebaut eigentlich. Hallo? Was ist denn das für ein dummes Wort, Prisma? Okay. Also, das war ja schon mal wieder ein... GG! Das war's für die Quest zum Master. Damit haben wir es endlich geschafft. Wir sind auf dem Stream-Account Master. Nice, das freut mich. Damit habe ich es hier definitiv... Also, dass ich nach einer Sonne im Spiel hier befördert werde. Ja. Das war nicht zu erwarten. Aber freut mich. Endlich haben wir es geschafft. Hier kann ich gleich mal den Stream-Titel ändern. So. Wir machen aber natürlich weiter. Das Problem ist, dass ich jetzt hier die Serie nicht weiter Quest to Master nennen darf. Aber egal. Dann heißt es halt Quest to Master 2 oder so. Aber das eigentliche Ziel haben wir schon mal erreicht. Und ja, wir hören aber natürlich noch nicht auf hier. Das war ja das erste Spiel heute. Way to Grandmaster. Nee, nee, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Was war das gerade bitte schon wieder für ein Spiel? Mars Raven. Double Indel Expansion. Ich habe mich ja auch überhaupt nicht gut geschlagen in dem Spiel. Ist eigentlich sehr, sehr merkwürdig, dass ich nach so einem Spiel befördert werde. Aber gut. Jetzt spielen wir gegen einen, der Sixpool schon im Namen hat. Das kann ja nur schön werden. Ah, bin ein bisschen erleichtert, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, sehr schön. Es ist sehr ungewohnt, das zu sehen, dass mein eigenes Porträt jetzt auch die schöne Master-Umrandung hat. Aber sehr schön. Und ihr wart live dabei. Wobei ihr leider nicht live dabei wart, wie ich das erste Mal Master werde, denn das habe ich ja nur privat gemacht. Deshalb fiel jetzt diese Begeisterung auch ein bisschen weniger stark aus, als sie damals war. Aber naja, wie wär's mit Quest to Master Terran? Nein. Wir bleiben bei Protoss. Ich werde meine Protoss-Skills hier auf jeden Fall ein bisschen weiter ausbauen in diesen Livestreams. Und ja, dann können wir mal schauen. Das ist hier ein autokratisch regierter Stream. Was bei Demokratie rauskommen kann, haben wir heute gesehen. Deshalb lassen wir das mal. Oh, macht er wirklich einen Sixpool? Also einen Sixpool kann er ja nicht machen, aber... Ah, ist eine... What the fuck? Warum ist er denn in TES? Fragen wir ihn mal nicht. Hä? Warum muss ich denn jetzt gegen Leute aus dem Clan TES spielen? Er war nicht geproxy-hatched oder so? Weil die Hatch wirklich sehr, sehr spät kommt. Oder kommen sollte. Ja, da ist sie. Nein, ich bin supply blocked. Oh shit. Na dann, geil. Eure Sonden werden angegriffen. Okay, diesen Pfeil lassen wir auf jeden Fall durchkommen. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
So. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht mein Leben für Ajur. Ich kann mir eigentlich nicht so viele Stalker leisten. Wenn man auf Adepten. Für Artanis! In den Kampf! Nichts kann uns aufhalten! Kassar, na dann! Ich bin hier. Sehr gut. So, er ist der Immortal gleich am Start. Wenn ich Chrono boosten. Kann man leider gerade keinen zweiten leisten. Was wir uns aber auf jeden Fall mal leisten, ist kurzfristig hier einen Observer an den Start zu holen. Und boosten währenddessen Warp Gate. Ich weiß halt nicht, wann ich mich raustrauen darf. Ist ein bisschen problematisch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Okay, hat direkt einen Spore-Crawler gebaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wichtig ist, dass wir den Creep nicht zu weit kommen lassen. Und dass wir nicht zu oft zu Playrock sind. Und der Supplylock, der kann echt schlecht werden für uns. So, ich werde jetzt gleich angreifen mit dem zweiten Immortal. Was anderes bleibt mir ja nicht viel übrig. So, ich bohren wir hinten. Die Schlacht reicht, ja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen werden obsiegt. Chance besteht natürlich, dass jetzt irgendwie als Follow-up auf Mutas geht oder so. Vermutlich hat er inzwischen schon die Gold genommen bei sich. So. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Wir dienen mit Stolz. Niemand kann.
Ich swap jetzt Stalker, weil ich das Gefühl habe, dass durchaus jetzt Mutas kommen können schon. Ja, da sind sie nämlich schon. GG! TS ist aber doch hier der Clan, in dem Elaser ist. True Esports. What? Was ist denn hier los? Ich bin ein bisschen irritiert, dass wir die jetzt schlagen können. Aber gut, das war natürlich ein Cheese-Bild, aber... True Esports. Italienische Organisation, hat aktuell Elaser, Guru, Reyna und Soul. Gegen wen haben wir gespielt? Sixpool. Gut, das scheint wahrscheinlich nicht der offizielle Name zu sein. Vermutlich irgendein Smurf-Account. Aber das ist schon interessant. Elaser natürlich, für die, die es nicht wissen, aktuell Platz 4 in der Weltmeisterschaft. Also, naja, gut, das war wahrscheinlich nicht er, aber... Ich bin ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, und wir haben übrigens inzwischen auch schon wieder Stream-Optionen. Also falls ihr das nicht so ganz flüssig sehen könnt, könnt ihr auch auf Mittel stellen oder so. Das ist jetzt möglich. Ja, sehr interessant. Wieder ein Zerg. Eine Runde bei mir, da hat mein Gegner alle WWS in meine Base geschickt und wollte damit gewinnen. Ja, Worker Rush kann man mal machen. War 2010 tatsächlich was, was man mal gemacht hat. Oder natürlich ein bisschen später in der GSL mit seinen Probes, wenn man denn ein schwedischer Protoss ist. Dann kann man das natürlich auch mal machen, auch wenn man danach von der Kesper fürs Leben gebannt wird. Aber jetzt hat die Kesper ja sowieso nichts mehr zu vermelden, von daher... Kann er da jetzt wahrscheinlich wieder hin? Jetzt habe ich mein erstes Spiel verloren. Wurde dadurch angegriffen. Hab vergessen, dass er danach auch kein Mining mehr hatte. Ja, natürlich, das ist halt... Also stärker All-In als ein Worker Rush geht ja nicht. Aber das Spannende halt bei den WWFs ist, dass die 55 Hitpoints haben, während... 45 Hitpoints haben, während Sonden und... Drones nur 40 haben. Das kompensiert natürlich dafür, dass Probes und Sonden ein bisschen regenerieren. Probes und Drones meine ich natürlich. Drones ja sogar noch ein bisschen mehr als Probes, weil sie sogar im Fight regenerieren. Fühlt ihr jetzt gerade ernsthaft? 3 Hedge vor Pool? Sieht fast so aus, ne? Er hat echt 3 Hedge vor Pool gespielt. Wie dreist ist der denn bitte? Dann machen wir doch mal gleich einen frühen Putsch. Seit wann bist du schon Master? Seit ungefähr 10 Minuten. Okay, mit meinem Main war ich ja schon ein bisschen früher, aber mit meinem Stream-Account hier seit 10 Minuten. Habe ich eigentlich gar keinen weiteren Piling gebaut? Das ist eine schlechte Idee. Mein Leben für einen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. So, zack. Und noch ein Adeptlein hier. So. Das Blöde ist, dass er das halt scouten wird, vermutlich, dass wir das machen. Also er weiß jetzt, dass wir eine Base nehmen, sollte sich deshalb eigentlich relativ sicher fühlen.
Aber ja. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Habe ich eigentlich. Der Nexus sollte gleich fertig. Nee, der Nexus ist noch lange nicht fertig. Bin ich gleich schon der Supply Block. Juhu. Ehre den Heiler. Ihr benötigt mehr des Pingas. So, wir spielen mal ein Stargate. Najaka Minar. Genug, das ist auch hier. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, Pallen sollte allerdings gleich unterwegs sein. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Die Templer rücken vor. Ehre den Deiner. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Unser Denken gleicht sich. Glebenkanone aktiviert. Was wünscht? Forschung abgeschlossen. Vorwärts. Was wünscht ihr? Wo werden wir gebraucht? Rutsch ist interessanterweise. Niemand kann uns auf. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. Prismakern online. Ich bin nicht. Doch, ich hatte noch was. Klar, alles gut. So, wo kommt man durch? Nur hier? Tatsächlich kommt man nicht danach durch? Nee. Und hier hinten, da kommt man durch. Nicht gut. Energie. So, jetzt bin ich schon wieder Supply Block, ne? Okay. Dieses Spiel werde ich nicht gewinnen, so oft wie ich Supply Block war. Werden obsiegen. Ihr habt mich. So, mit dem dritten Wolf werde ich gleich pushen. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt Prisma. So. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Also dich geht er auf den Mars Ringe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen. Oder auch Mythos, wobei auch Mythos sollte ja nicht gehen, wenn ich hier so eröffnet habe, wie ich eröffnet habe. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Peradak Kural. Wir werden Rache üben. Bündelt das Licht Ayurs. Koordin. Naja, jetzt fehlt mir das Warprismal halt dabei. Wobei, so schlecht sieht's gar nicht aus. Mal wir viele Worker getötet haben. So. Wir pflichten bei. Was wünscht ihr? Prismakern versagt. Benötigen Unterstützung. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Nur die Gläubigen für die Schlacht wartet. Für den Ruhm. Vor Ayur wird. Wer droht schon wieder? Wie dreist ist das denn bitte?
Kampf hat begonnen. Ehre den Deiner. Gebt uns einen Auftrag. Was wünscht ihr? Für den Ruhm. Die Schlacht wartet. Okay, wir warten mal noch eine Weile ab. Problem ist halt. Oh, jetzt habe ich keine Defense hier. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht die Erstgeborenen werden obsiegen. Wir dienen mit Stolz. Ehre den Dai Lam. Gerechtigkeit wird walten. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Vorwärts. Die Templer rücken vor. Unser Denken gleicht sich. Für den Ruhm. Najaka Minar. GG. Sehr schön. Bis wann streamst du? 19.15 Uhr. Nein, das ist nicht richtig. Da habe ich angefangen. 21.15 Uhr. Er wird gestreamt. Aber das war schon sehr dreist. Er hat extrem viele Worker gebaut, überhaupt nicht gescoutet, wobei das stimmt nicht, zwischendurch hat er gescoutet. Aber wir sehen hier, wie weit von er den Workern war und wie stark er dann doch gedroppt ist. So wollen wir das doch sehen. Gegen die gierigen Zergs. War sogar Master 2. Wobei ich das Gefühl hatte, wenn er normal spielt, beziehungsweise ich normal spiele, wäre er besser. Nergurix dreht voll durch, nimmt einen nach dem anderen auseinander. Ja, klappt doch ganz gut bisher heute. Wobei, letztes Mal lief es ja auch schon echt gut. Heute 3 Spiele, 3 Siege. Letztes Mal hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siege, eine Niederlage. Das war ja noch ein bisschen besser. Wobei, so habe ich die 100%. So, aber ich denke, gegen den werden wir jetzt leider mal unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Lackefam. PvP. Das waren unsere Gegner. Ach, PvP, ne? Ja. Ein Glück. Ich würde gleich ganz gerne scouten gehen. Ja, das mit dieser Dingens machen. Muss leider auf. Tschüss, Boom Max. Schön, dass du dabei warst. Kannst du mir einen Tipp geben, was soll ich machen, wenn ich auf Kolosse gehe und mein Gegner auf Mutas? Ja, dann hast du verloren. Das musst du halt vorher feststellen. Deshalb ist es gerade im PvZ extrem wichtig zu scouten. Am besten mit halluzinierten Phönixen. Das ist immer am einfachsten. Dann nach dem Spire zu suchen. Und du musst halt schauen, ob dein Gegner auf Hydras oder auf einen Spire geht. Das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, die er hat. Wenn er auf Hydras geht, kannst du gut Kolosse bauen. Wenn er nicht auf Hydras geht, sondern auf Mutas, dann solltest du schleunigst auf Blinkstalker gehen. Also wenn du vermutest, dass es Mutas werden, dann solltest du auf Blinkstalker gehen. Und wenn du weißt, dass er auf Mutas geht, dann brauchst du ein Stargate. Und Phoenixes. Usch, das ist ein Kennenrush. Nein! Wir stehen vereint. Ich muss diese blöde Sonde doch irgendwie bekommen. Wenn ich diese blöde Sonde irgendwie bekäme, dann wäre alles gut. Aber ich bekomme sie nicht. Ah, Cannon Rush. Kann man dir über YouTube Privatnachricht auch meinen Battle.net-Tag schicken? Warum solltest du das tun? Du kannst mich gerne hinzufügen. Aber...
Oh, wieder der gleiche. Spielst du auch mit Zuschauern? Am Ende im... im Community Game. Da dann schon. Vermutlich haben wir wieder einen Canrush gegen uns. Ich werde aber trotzdem ganz normales Opening spielen. Okay, kein Cannon Rush, alles ist gut. Voll eingewallt. Interessant. Spricht er dann für ein Stargate oder die Tees? Das Problem ist, es ist sehr wichtig zu wissen, was von beiden kommt. Oder er baut halt irgendwo Off-Gates hin. Das ist natürlich möglich. Hat ein Zealot gebaut. Okay, das überrascht mich. Soll ich jetzt auf Stargate gehen? Ja, komm, wir gehen auf Stargate. Da sind sie. Proxy Robo. Der scheint wohl nur Canon rushen zu können. Wichtig wäre, dass er hier nicht nochmal einen Fallen baut. Genau das, was hier jetzt leider gerade passiert ist. Wo ist denn mein Void Ray? Wir brauchen dringend den Void Ray. C-Netz aufgebaut. Lade Befehle. Ohne Vorbehalt. Dimensionalstränge abgestimmt. Für Ayur. Ziel.
neue Follower erfasst. Dragonrider 1569, vielen Dank für den Follow. Wir sind ein Phasen. Wir warten. Ihr benötigt mehr Wespen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Es ist vorherbestimmt. Unsere Schicksale sind vereint. Extrapoliere Stränge. Ich verstehe. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Ajur. Wir deuten. Der Weg ist klar. So, GG würde ich sagen. Die Sterne stehen gut. Der Weg. Herbadak Kural. Nasuktai. Ich hole mir nochmal einen Oracle, nicht dass noch die Tees kommen. Da kommt er auf jeden Fall gerade. Mein Leben für Ajur. Ein bisschen BM muss jetzt sein gegen so einen Gegner. GG. Sehr schön. Ja, Oracle OP, das war halt jemand, der sich ein bisschen vercheased hat, würde ich sagen. Da sehen wir mal, wie viel Schaden ein Oracle machen kann. Ja, sehr gut. Hat auch gut geklappt. Und ich würde sagen, das war's für die erste Stunde. Es geht dann demnächst weiter mit dem zweiten Teil hier. Aber für heute war es das. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.